Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei AJ. Das ist jetzt irgendwie das 6. Video am Tag. Ich habe einfach heute voll Bock gehabt und mir ist langweilig wegen dem Coronavirus. Wir haben keine Schule und all das Ganze. Und heute dachte ich halt, ich könnte etwas mit Zeichnen machen. Das wird vielleicht etwas Cooles. Und ja, heute dachte ich, ich könnte euch lernen, eine Rose zu malen, also richtig, nicht so ein Blümchen ganz normal, sondern eine wirklich schöne Rose. Und ja, die Sachen zeige ich euch. Alles, was ihr braucht, sind Malfarben, ein Minenbleistift oder einen ganz normalen Bleistift. Und ganz wichtig, in der Farbkiste muss schwarz drin sein oder nimmt einfach ein separat schwarz. Dann wollen wir mal beginnen. So, fangen wir mal mit dem Dings der Rose an, also mit dem Inneren der Rose. Dann gehst du. Zuerst malt ihr da mal einen kleinen Kreis. Ups, jetzt ist hier gerade die Mine gebrochen. So, warte, ich mache noch ein bisschen. So, hier macht so einen Kreis. Also meiner ist jetzt relativ klein, ihr könnt euer natürlich größer machen, so sieht es aus. Und ja, dann könnt ihr hier mal einfach eine gewöhnliche Blume malen. So, ich finde es so gut. Dann gebt ihr auf diese oder auf diese oder auf diese irgendeine und hüpft von Blüte zu Blüte. Also so, so, so und immer weiter hüpfen. So, dann seid ihr hier wieder angekommen. Seht ihr, wie das langsam eine Rose bildet? Und das macht ihr jetzt nochmal. Hier, 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 bis dahin. Und dann könnt ihr entscheiden, was für eine Rose ihr wollt. Eher eine größere oder eine kleinere, so wie meine. Ich mache jetzt mal eine große. Ich pausiere kurz das Video. Und ich zeige euch dann das Finale, also das Finale, meine Endblume sozusagen. Also, so, meine sieht jetzt so aus, das sieht richtig toll aus. Und ihr könnt das dann wie eine Blume, die sich dreht. Und da könnt ihr hier vielleicht noch solche Dinger malen. Warte, seht's nicht? So. So, bei jedem der letzten Blüten noch so ein Teil dran. Das sieht dann, wie als ob sich die Blume drehen würde. Ihr müsst natürlich nicht, wenn ihr nicht wollt, aber so finde ich die Blume relativ besser, sozusagen. Aber das Wichtigste ist bei dem, dass sie sich auf die gleiche Seite drehen, also wie ein Karussell. Und ja, jetzt kommt die Farbkiste ins Spiel. Ihr nehmt einen schwarzen Stift und umrandet das Ganze, das mache ich jetzt mal. Also ich zeige euch mal das erste. Fangt oben an. Geht runter. Macht hier vielleicht zuerst mal das. Und ja, das Ganze macht jetzt mal. Ich mache es auch noch kurz. Wartet kurz, bis später. So, das Ganze habe ich jetzt hier umrandet mit Schwarz. Und jetzt seht ihr hier noch diese Linien. Dann braucht ihr einen Radiergummi. Wenn ihr gar nicht mehr seht, was es ist, dann braucht ihr natürlich keinen. Aber ich fahre jetzt hier überall mal drüber. In der Mitte. Da, da. So, das ist eigentlich super. So, Leute, schütteln das Blatt mal aus. So, seht ihr? Jetzt seht ihr wahrscheinlich keine Linien mehr. Und wenn ihr was findet, dann schreibt mir das doch. Ah, hier habe ich gerade noch was gefunden. Da hinten. Und da. So, einfach ausschütteln. Jetzt seht ihr wahrscheinlich nichts mehr, oder? Ja, jetzt ist, glaube ich, gut. Ja, und wenn nicht, kann ich es nachher noch verbessern. Auf jeden Fall diesen Schritt nicht verpassen, wenn ihr noch was habt. Und dann kommen die Farben ins Spiel. Jetzt könnt ihr entweder Muster oder die ganze Blume ausmalen. Ich habe mich jetzt für ein Muster entschieden. Und ihr seht das jetzt gleich. Natürlich müsst ihr das nicht mit Farbe machen, wenn ihr es einfach so lassen wollt. Ist das natürlich auch ganz okay. Aber ich mache es mal mit Farbe. Das Ganze habe ich jetzt gemacht. Und lasst einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis dann. Tschüss.